Ich habe vor ein paar Jahren in meinen alten Videos auch immer ganz gern meine liebsten DIY-Bücher vorgestellt aus dem Bereich von Häkeln oder Stricken oder Nähen. Und ich habe mir gedacht, es ist nach den ganzen Jahren vielleicht mal wieder Zeit für ein Update. Es hat sich ein bisschen was wieder zusammengesammelt. Nicht mehr so viel wie früher. Also es ist jetzt schon relativ viel, aber es waren ja auch ein paar Jahre. Ich kaufe aber generell nicht mehr so viele oder nicht mehr jedes Buch in dem Bereich, weil es gibt halt auch viele Anleitungen inzwischen auf anderen Plattformen. Und manchmal finde ich es aber trotzdem schön, wenn man dann halt irgendwie ein Buch hat, das hat man dann einfach. Und man kann es angreifen und darin blättern. Und das ist einfach immer noch ein bisschen anderes Feeling. Von dem her, vielleicht gibt's irgendein Tipp auch für euch dabei. Das sind meine neuen Bücher. Dann starten wir mal am besten mit den Häkelbüchern, weil das ist der größte Stapel, was mir eigentlich nicht so bewusst war. Jetzt ist es mir umso bewusster. Okay, also im Bereich Häkeln hätte ich das hier. Da geht es darum, dass man eben verschiedene Motive oder auch Granny Squares ziemlich, ziemlich klein häkelt. Und zwar nicht unbedingt mit Wolle, sondern wirklich mit so einer Art dickerem Nähgarn, vielleicht so in Art von Stickgarn. Und ja, und da kommen dann halt eben diese tiny, tiny Motive raus. Ich muss zugeben, ich habe noch keines nachgehäkelt. Ich find aber die Motive ziemlich nett. Das sind sehr, also eben von so Granny Square Motiven bis hin zu auch Blumen und oder Bienen. Und ich finde es eigentlich ganz nett, wenn man das so zum Beispiel auf diese Größe häkelt und dann das als Ohrring trägt. Ich habe auch super viele Bücher im Bereich von so Tieren häkeln oder Amigurumi. Ja, Amigurumi häkeln. Ich weiß zwar nie genau, was man damit macht, aber irgendwie spricht mich das offenbar an, sonst hätte ich jetzt nicht so viele Bücher. Das ist mein neuestes, das nennt sich Sweet Minis Häkeln. Das ist von Nathalie Nahr. Also ich verlinke natürlich wieder alles unter dem Video. Und da sind wirklich sehr, sehr nette kleine Motive drinnen, die sich eben als Schlüsselanhänger eignen. Oder man könnte es auch einfach so ohne Schlüsselanhänger jemandem mitgeben. Und es braucht dann nicht viel Platz und ist vor allem auch schnell gemacht. Ein ähnliches Thema hat dieses Buch. 100 super niedliche Häkelminis. Wirklich super niedlich. Die Anleitung ist wirklich super gut beschrieben, wirklich Schritt für Schritt. Ich glaube, es gibt von der Reihe eh schon mehrere Bücher, so wie man es gewohnt ist. Und ja, wirklich, wirklich süße Sachen drinnen. Zum Thema Frühling oder auch Sommer. Zum Beispiel heiß und Eis oder auch Cupcakes oder Herbst. Also wirklich nette Motive. Wie cute ist der Geist? Jetzt wird es ein bisschen größer, aber ähnliches Thema. Und eher auch eine super bekannte Reihe, die Wallabies. Wallabies? Ich glaube eher Wallabies. Das ist, glaube ich, das Aktuellste, aber hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Diesmal sind sie kunterbunt. Und vor allem gut gefallen hat mir da eben zum Beispiel der Pfau oder das Chamäleon. Oder natürlich die Fledermaus. Ist auch wieder super gut nachzuarbeiten. Die Wolle, die da verwendet wird, ist wie immer die Schachenmeier Bravo. Das heißt, die kriegt man eh immer und überall. Und wenn man irgendwie was anderes haben will, ist es auch überhaupt kein Problem, das zu ersetzen, weil es ist ja dann im Endeffekt egal, wenn es ein bisschen kleiner wird. Der hier ist aus dem Buch von Pica-Pau, auch eigentlich eine relativ bekannte Serie und hat super nette Anleitungen. Das wäre das Buch. Die sind vom Stil her natürlich ganz anders als es die Wallabies, aber auch ziemlich leicht zum Nachmachen. Also das, okay, am Kopf müsste ich vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Das war jetzt wirklich überhaupt kein Problem.
Und ich habe das mit so einer ganz normalen Baumwolle gehäkelt. Es sind wirklich super niedliche Sachen drinnen, vor allem auch der Frosch. Große Empfehlung. Oder der Panda-Bär mit Ballettrock. Wer möchte auf sowas verzichten? So, das war es jetzt mal wirklich mit Figuren häkeln. Als nächstes kommen Bücher zum Thema Kleidung häkeln oder Accessoires häkeln. Und da hätte ich das süße Sommertops häkeln. Und teilweise finde ich, sind sehr coole Sachen drinnen. Teilweise gefällt es mir nicht so, aber ich habe das schon beim letzten Mal erwähnt. Gute Strickerinnen haben sich auch kein Problem damit, was zu verändern, aber ich tue mir einfach leichter beim Häkeln was zu verändern und man kann da so Ideen halt einfach hernehmen und die dann ein bisschen verändern. Es sind in dem Buch einige Designerinnen versammelt, vier in der Summe, und es gibt dann noch ein paar Interviews dazu, wie sie zum Häkeln gekommen sind, was sie daran schätzen. Das sind halt wirklich super unterschiedliche Tops drinnen. Ich glaube, da wird man schon irgendwie fündig. So, in hier, Henry Purnell, kennt man ja auch von YouTube. Und er hat auch ein Buch rausgebracht. Ich glaube, circa ein Jahr ist das her. Oder kürzer, keine Ahnung. Aber noch nicht uralt. Und da drinnen sind auch super nette Sachen. Also die ersten paar Seiten widmen sich, oder das erste Kapitel widmet sich halt dem Häkeln von Blumen. Dann geht es zu Kleidungsstücken, ein Kleid für seine Schwester oder auch ein Pulli oder die Taschen. Das habe ich eh schon im letzten Maschendrahtsch-Video erwähnt, dass ich da gerne diese eine karierte Tasche nachhäkeln würde. Ist auf jeden Fall ein Häkelbuch, das jetzt wenig altmodische Sachen drinnen hat, sondern einfach wirklich in die Zeit passt. Und ein Mann, der häkelt, das kommt halt immer gut. Ist immer noch ein bisschen eine Seltenheit. Ausnahmen gibt es. So, dieses Buch hier ist von Theresa Kirchner und nennt sich Theresa häkelt. Und ich kenne sie zwar jetzt so nicht, aber sie ist ein Social Media Star, steht im Wasser drauf. Und sie zeigt 15 Projekte in diesem Buch. Ich würde sagen, es ist auch vor allem sehr für Anfänger geeignet. Am Anfang gibt es so eine kleine Einführung, aber zum Glück ist die relativ kurz gehalten. Also das ist jetzt nicht das ganze Buch, aber ich würde schon sagen, naja, okay, es geht. Es sind vielleicht 20%, wobei ich mit Prozenten. Egal, also es ist jedenfalls nicht so eine ewig lange Einleitung. Und dann gibt es für Blumenohrringe zum Beispiel eine Anleitung oder auch für einen Color-Blocking-Schal. Für Granny Squares, für einen Rock oder für Scrunchies. Dazwischen sind zwar Kochrezepte, zum Beispiel für eine Kartoffelsuppe. Das ergibt für mich irgendwie nicht so viel Sinn, warum man das jetzt hat unterbringen müssen. Hätte man ein bisschen drauf verzichten können. Aber ja, es ist zum Beispiel auch eine Handtasche, die relativ basic ausschaut, aber irgendwie so recht eine interessante Falttechnik oder halt Zusammennähtechnik zum Schluss hat, was sie dann wieder ein bisschen besonderer macht. Also, ich habe es halt offenbar behalten. Ist jetzt nicht unbedingt eines meiner Lieblingsbücher, aber ich sage vor allem, wenn man noch nicht so viele Bücher hat und wenn man relativ am Anfang vom Häkeln steht, kann man das schon machen. Genauso wie das. Das nennt sich meine große Häkelschule. Und das ist da, also da sind wirklich, würde sagen, die Hälfte vom Buch beschäftigt sich halt mit Techniken, mit verschiedenen Mustern, mit Abschlüssen und Grundtechniken. Aber die zweite Hälfte sind dann eben Anleitungen. Und es ist ja, glaube ich, bei jedem Buch so. Mich hat jetzt nicht jede Anleitung angesprochen, aber zum Beispiel ist das ein Pulli aus Büschelmaschen. Oder eben der Bonchuli, eine Mischung aus Poncho und Pulli. Und ist eben auch auf jeden Fall auch für Leute, die was halt schon länger häkeln, was ist jetzt nicht nur für Anfänger, weil immerhin ist da ein Muster dabei. Und ja. Ich habe es behalten. Kommen wir zum großen Häkelmusterbuch. Und das ist so ein Buch, das wahrscheinlich wirklich in keiner gut sortierten Häkelbibliothek fehlen sollte. Es sind halt wirklich 200 verschiedene Muster drinnen und auch Abschlüsse oder Borten. Also es sind halt wirklich Grundmuster dabei von Muscheln oder Noppen, bis hin auch irgendwie zu komplexeren Mustern. Und man findet da wahrscheinlich
immer irgendwie eine Inspiration, um sich vielleicht selber mal ein eigenes Häkelstück zu machen. Was ja mein Plan war, weshalb ich mir das gekauft habe. Lieblingspullover häkeln von Janine Miska oder Müska, sorry, ist ein super nettes Buch und hat zwar relativ basic Pullover, aber es sind alle eigentlich relativ modern und Häkelpullover hat manchmal vielleicht noch so das Klischee, dass es relativ altmodisch ist oder vielleicht auch nicht so tragbar wie jetzt ein Strickpullover. Und in diesem Buch sind da wirklich sehr, sehr nette Pullover drinnen, auch so ein bisschen schulterfrei oder Cardigans oder eben von oben nach unten gehäkelt. Daumen nach oben. Lust auf Häkeln, Masche für Masche. Ist eigentlich wieder ein Häkel-Lernbuch. Das Konzept ist, dass man anhand von 20 Modellen, die easy gelingen, steht drauf, verschiedene Häkeltechniken lernt. Und ja, es war wieder so, ich glaube, ich muss es gar nicht mehr dazu sagen, wie bei jedem Buch, dass mir einige Sachen echt gut gefallen haben, manche nicht so. Aber ich habe es dann eben doch behalten, weil der Pulli ist zum Beispiel ganz cool oder vor allem auch dieses Top ist, glaube ich, relativ leicht zum Nacharbeiten. Mini-Tüchlein häkeln ist, glaube ich, erst im März erschienen, auf jeden Fall im Frühling. Und das hat ja auch irgendwie so ein bisschen einen Trend aufgenommen. Diese Mini-Tücher, die gibt es natürlich auch gestrickt oder gehäkelt. In meinem Fall habe ich ich habe auch das gleiche Buch zum Thema Stricken gehabt. Das habe ich aber irgendwie ein bisschen kompliziert gefunden. Das habe ich weiter verschenkt. Und das habe ich behalten. Und ja, also ich weiß nicht, ob man es haben muss. Es sind halt einfach alles kleine Tüchlein drinnen. Es sind insgesamt 16 verschiedene Modelle drin, wobei so unterschiedlich sind es jetzt nicht, weil es sind ja alles Mini-Tüchlein. Aber sie verändern sich auf jeden Fall eben mit Muster oder mit Farbe. Das ist das letzte Häkelbuch. Da geht es um Sockenhäkeln. Also eben nicht stricken, sondern häkeln. Und die Modelle schauen eigentlich aus wie gestrickt. Ich habe noch nie Socken gehäkelt, aber ich stelle es mir relativ praktisch vor, wenn man unterwegs ist und man braucht dann eben kein Nadelspiel mitnehmen, sondern eben einfach nur eine Häkelnadel und da können auch keine Maschen verloren gehen. Muss ich unbedingt ausprobieren, habe ich ehrlich gesagt noch nicht. Die Anleitung ist auf den ersten Blick jedenfalls super, super ausführlich. Also es steht wirklich pro Reihe, was zu tun ist, Schritt für Schritt. Und denke, das ist schon schaffbar. Es sind auch verschiedene Schwierigkeitsgrade dabei. Auch für verschiedene Fersen, auch viele Socken für Kinder. Im Grunde ja ab von 0 bis 6 Monate bis hin zu Large, was bedeutet Größe 45 bis 49. Und bleiben wir gleich beim Thema Socken. Diesmal aber Stricken. Jetzt kommen nämlich drei Strickbücher endlich. Das heißt Tube Socks Stricken. Und ich habe natürlich in meinem Leben schon ein paar Socken gestrickt, aber irgendwie habe ich noch nie die perfekte Ferse für mich gefunden. Also ich kann keine Ferse einfach so stricken. Ich brauche eine Anleitung dazu oder im besten Fall ein Video, ich merke es mir einfach nicht. Und deswegen bin ich eigentlich die ganze Zeit auf der Suche nach Alternativen, auch wenn ich es theoretisch könnte. Ebenso wie diese Häkelsocken. Bei den Tube Socks ist eben so das gleiche Prinzip. Also nicht das gleiche wie bei den Häkeln Socken, aber es ist ohne Ferse zu stricken. Und die berühmteste Variante aus dieser Sockenfamilie ist eben die Spiralsocke. Es gibt aber auch noch andere. Und deswegen habe ich mir dieses Buch gekauft, weil es mich interessiert hat. Zum Beispiel gibt es eben die Patentsocke, die auch ohne Ferse gestrickt wird, oder die Bananensocke. Und die zwei kenne ich zum Beispiel überhaupt nicht. Und ja, deswegen habe ich mir das Buch gekauft, weil es mich mal interessiert hat. Es sind da auch bei den Anleitungen verschiedene Muster drinnen. Wobei, ich muss sagen, bei diesen Sockenbüchern, ich hätte es ja gerne mal, dass ein Buch wirklich, oder von mir aus auch die ganz normale Ferse, dass das in einem Buch erklärt wird, ohne dass halt dann später die ganzen Musterbeispiele kommen, sondern einfach nur Schritt für Schritt ein Foto, wie strickt man
die Ferse oder halt bestrickt man die ganze Socke. Und von mir aus kann man damit 40, 45 Seiten füllen. Geht ganz locker. Weil diese Erklärungen, wie man es macht, sind immer so auf den ersten paar Seiten. Und dann gibt es halt extrem viele Musterbeispiele für den Schaft oder... Nee, ihr wisst schon, was ich meine. Und meiner Meinung nach bräuchte man das nicht, sondern eher ganz viele Fotos zur Ferse. Ich und die Ferse. Das nächste Strickbuch ist von Johanna bei Kolibri. Also Kolibri ist eh vielen vielleicht ein Begriff. Ich glaube, das ist ihr erstes Buch und finde wunderschöne Sachen sind da drinnen. Zum Beispiel eben gleich dieser Pulli vom Cover mit den Noppen. Es sind auch ein paar Tops dabei. Zum Beispiel das hier. Unterteilt ist das Buch in mehrere Kapitel. Es fängt an mit ganz einfach, dann geht es weiter zu absolut machbar, bis hin dann zu, dass es halt etwas schwieriger ist oder, um es netter zu sagen, etwas herausfordernd. Und es sind zum Beispiel auch Cardigans drinnen oder so Dreieckstücher, also Schals. Es gibt dazu auch jeweils Anleitungsfotos für, also jetzt nicht für das ganze Projekt, aber halt für Stellen, die ein bisschen schwieriger sind. Und finde insgesamt sehr, sehr coole und moderne, aber effektvolle Strickmodelle. Okay, jetzt habe ich es gelesen, es ist definitiv ihr erstes Buch, das steht nämlich drauf. Sie ist auch, das habe ich nicht gewusst, Psychotherapeutin und hat deswegen in dem Buch auch ein bisschen was dazu geschrieben, wie Stricken die Seele heilt oder was es für eine Auswirkung auf die Seele hat. Strick dich bunt ist schon etwas älter, aber ich glaube, ich habe es auch noch nie vorgestellt. Ich finde es ganz nett, weil es beinhaltet auch Projekte, die ich sonst so noch nie gesehen hätte, wie zum Beispiel gestrickte, wattierte Sechsecke. Also das Thema von dem Buch ist halt natürlich, dass es farbenfroh ist. Es gibt aber auch durchaus auch einfärbige Projekte, wie zum Beispiel ein Glitzertop. Ganz hinten im Buch gibt es auch noch eine Anleitung, wie man Granny Squares häkelt. Einerseits mit einer Zeichnung, andererseits auch mit Fotos. Und auch wie man... Also ich, das wäre so ungefähr... Und auch wie man Sechsecke häkelt und natürlich alles sehr bunt. Und ganz, ganz zum Schluss auch, wie man selber Garn färbt. Ein paar Seiten. Das ist jetzt sicher kein Buch, wo man viel darüber erfährt, wie man Garn färbt, aber ein bisschen auf jeden Fall so eine kleine Einleitung. So in der Art. In Sachen Nähen habe ich jetzt eigentlich nur ein Buch, aber das steht eigentlich auch für eine ganze Reihe. Und zwar ist das das Hey Scandi Schick. Ich habe von der Reihe 3 Bücher, insgesamt gibt es 4. Ich habe das erste, das zweite und das vierte. Die finde ich alle echt sehr cool. Das dritte hat mich nicht so überzeugt. Hier habe ich das vierte und wie in den anderen Büchern sind in dem Buch halt auch wieder relativ viele Kleider. Röcke. Ich habe zum Beispiel das Partykleid nachgenäht, logisch. Oder auch den Stufenrock, den habe ich jetzt schon ein paar Mal nachgenäht, auch in verschiedenen Größen, also auch in Größe 44, passt auch super. Am Anfang gibt es eine Anleitung für einen Cardigan, T-Shirts oder auch Longsleeve. Also wirklich eigentlich sehr vielfältig und wie gesagt, ich liebe so gut wie alle Bücher aus dieser Reihe. Das wär's dann. Danke fürs Zuschauen. Und vielleicht war ja irgendein Tipp für dich dabei. Vielleicht hast du auch einen Tipp für mich. Schreib's gerne in die Kommentare, welches dein Lieblingsstrick, Häkel oder Nähbuch ist. Bin da immer sehr offen für Empfehlungen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.